Moin Leute, herzlich willkommen beim Athletic Coach. Ich bin's wieder, Daniel. Heute haben wir den Personal Trainer Alex dabei und der zeigt uns heute mal einen schönen Boxdrill. Gut, ich will jetzt einmal kurz erklären, worum es bei dieser Drillkiste geht. Kombination sieht folgendermaßen aus: Türhand, Schlaghand, linker Kopfhaken, rechter Aufwärtshaken, linker Kopfhaken, rechte Gerade. Wir achten dabei auf folgende Dinge wirklich. Wichtig ist, dass wir die Schulter bei jeder Kombination immer ganz mit drin haben, bei jeder Technik ganz mit drin haben. Wir stehen für, meine Schulter ist mit drin, Schlaghand, meine Schulter ist mit drin, linker Kopfhaken, meine Schulter deckt mein Kinn, rechter Aufwärtshaken, linker Kopfhaken, rechte Gerade. Auf die Details kommen wir gleich an der Platte zu sprechen. Wichtig bei diesen Kombinationen ist, oder bei diesen Drillgeschichten ist, dass ihr die Kombination zum Fließen bringt und nicht wie so ein Bärlecker an die Platte prügelt. Es geht wirklich nur darum, Kombination schön zum Fließen zu bringen. Wir stehen, Führhand, Schlaghand, linker Kopfhaken, rechter Aufwärtshaken, linker Kopfhaken, rechte Gerade. Wie ich eben schon angesprochen habe, achtet darauf, dass die Schulter schön mit drin ist und geht auch sicher, dass ihr, wie gesagt, nicht voll reinballert. Also einmal ganz langsam. Ganz wichtig, dass der Pratze halt auch ein bisschen mit dabei ist. Daher macht es hier Gold richtig, ja, damit die Pratze schön mit, damit wir ein bisschen Feedback auf der Pratze haben. Denn wenn wir irgendwie auf den Kopf hauen würden, hätten wir auch ungefähr denselben Effekt. Also wir stehen. Und dann steigt euch ganz langsam nach oben raus. Spannung habt ihr im Bauch und ihr könnt euch viel besser von links nach rechts drehen, habt mehr Vorspannung im Körper. Noch einmal. Solche Drills könnt ihr gut an euer Boxworkout anschließen oder auch an euer Fitnessworkout, einfach nur um den Pump noch mal ein bisschen auszunutzen oder den kardiovaskulären Aspekt ins Training anzuschließen. Bietet sich eigentlich immer an, Schlag als Übungsform zum Beispiel dreimal eine Minute vor. Wenn ihr das intensiv macht, dann habt ihr eine schöne Minute. Ja, Alex, bis zum nächsten Mal.